machen. Gilberto Viadana, der italienische Meister aus Mailand. Hälfte der Europameisterschaften zeigte vor heimischem Publikum eine starke Leistung und hofft natürlich, diese hier auch in Japan zu wiederholen. Seine Kürmusik, Tango-Variationen von Astor Piazzolla. Auftakt. Dreifacher Lutz. Jetzt der lange Anlauf zum dreifachen Axel, den er im Kurzprogramm verpatzte. Und auch hier wieder mit Fehlern.
Gilberto Viadana, am Ende seines ersten olympischen Auftrittes. Die Leistung von Mailand hat er nicht ganz bestätigen können. Fehler beim dreifachen Axel. Der zweite Lutz wollte nicht funktionieren. Und auch sonst wirkte er in meinen Augen nicht ganz so schwungvoll, nicht ganz so spritzig wie noch vor 3 Wochen. Sehr schön hoch rausgesprungen. Der erste dreifache Lutz in seinem Programm. Aber im weiteren Verlauf gab es Schwierigkeiten. Sehr schöne Kombination. 2 dreifache Tulups. Es gab interessante Schrittfolgen. Gute Ansätze in der Choreografie, aber die Pirouetten waren eher durchschnittlich. Und auch Pirouetten und Schritte fließen in die Wertungen ein. Das Programm besteht nicht nur aus Sprüngen. Und selbst da musste er einige Sprünge, die er eigentlich dreifach zeigen wollte, nur doppelt aufs Eis bringen. Ja, die technischen Probleme beim dreifachen Axel, die konnte man meiner Meinung nach auch schon beim Doppelten sehen. Ähnlich schief lag er beim doppelten Axel. Am Ende seines Programms in der Luft nur. Da kann man solche Fehler natürlich ausgleichen. Beim dreifachen Axel ist das nicht möglich. Zwangsläufig daher der Sturz. Es wird natürlich jetzt wieder ein wenig dauern, bis die Note auf der Anzeigetafel hier im White Ring erscheint. Doch, heute geht's schnell. Nicht schlecht. Die A-Note ist schon da. 4,3 bis 4,5 für Gilberto Viadana. Das ist jetzt also die Basisnote, an der sich die Preisrichter orientieren können. Alle anderen kommenden Läufer praktisch an der Note des Italieners messen.